Hallihallöchen zusammen und willkommen zu einer weiteren Folge Neuzugänge. Ja, immer noch habe ich einen riesen Stapel an Karten hier, der übrigens nicht kleiner wird, weil immer wieder was dazukommt, von Karten, die ich mir in den letzten Wochen und Monaten so zusammengekauft habe. Und in der heutigen Folge zeige ich euch mal wieder 10 weitere Karten aus diesem Stapel. Ja, meine Freunde, herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf diesem Kanal. Heute wird es wieder relativ Ultimate Rare lastig, würde ich sagen. Ich glaube, es sind sogar nur Altis. Wieder 10 verschiedene Karten. Es sind ein bisschen mehr als 10, weil ich glaube, 1 oder 2 Doppelungen dabei sind. Ich glaube, 12 Karten sind insgesamt. Und welche das sind, das schauen wir uns jetzt an. Karte Nummer 1 ist Ruin, Königin des Vergessens, die ich tonnenweise unlimited hier habe. Da habe ich mal beim guten Erik ein bisschen was aufgekauft. Hier haben wir jetzt eine First Edition tatsächlich, habe ich auch einige, die ich vor langer Zeit in dieser Yu-Gi-Oh! Auktionsgruppe geschossen habe. Für, ich glaube, noch mit einer anderen Ulti zusammen 13 Euro, irgendwie so. Also das war ein relativ guter Deal tatsächlich in Nirmin, wirklich in einem hervorragenden Zustand, in einem beinahe schon herausragenden Zustand. Eigentlich schon fast boosterfrisch, wenn man so möchte. Genau, die Karte liegt jetzt schon ein bisschen hier in meinem Schrank, deswegen krümelt es hier wieder überall. Ich glaube, ich muss die Hülle wechseln. Jedenfalls eine wunderschöne Karte hier in Ultimate Rare aus Shadows of Infinity. Eine der Karten, die man ziehen wollte, wenn man jetzt nicht unbedingt die Heiligen Drei Ungeheuer bekommen hat. Zweimal am Start haben wir hier Saphira, Königin der Drachen. Meiner Meinung nach eines der schönsten Ritualmonster, die die Welt jemals gesehen hat. Egal, ob wir jetzt von Duel Monsters, GX, Sechsel oder sonst irgendwelchen Ehren ausgehen, das ist tatsächlich mit das Schönste, was jemals die Hallen von Konami verlassen hat, wenn man so möchte, meiner Meinung nach. Es gibt natürlich noch ein paar schönere Karten, aber die ist wirklich auf dem Treppchen. Also die ist wunderschön, diese Karte. Die haben wir uns jetzt zweimal rangeholt. Hier haben wir dann die zweite, auch eine First Edition, was ich dafür gezahlt habe, ich glaube 25 Euro für beide oder so. Zum damaligen Zeitpunkt ist auch schon wieder ewig her, dass ich die gekauft habe. Ich weiß auch ehrlich gesagt gar nicht mehr von wem, aber das sind so Karten, die ich immer wieder gerne sehe. Gibt es auch in Ultra Rare, aber ich muss sagen, in Ultimate Rare kommt der Effekt doch allerbestens zur Geltung. Ebenfalls zweimal gegönnt habe ich mir Silver, Kriegsfürst der finsteren Welt. Ihr wisst, das Dark World-Thema ist nicht nur eins, das man relativ selten bei Sammlern sieht. Also ich, wie gesagt, nach Dark World halte ich immer Ausschau und ich sehe tatsächlich sehr, sehr selten welche. Und wenn, dann sind sie komplett abgeranzt. Da habe ich mir einen First und einen Unlimited dran geholt. Ich glaube, vom guten Lukas müssten die gewesen sein. Sehr cool auf jeden Fall. Oder zumindest einer von denen war, glaube ich, vom guten Lukas. Von dem ich jetzt demnächst wieder Karten erwarte. Sehr schöne Sache auf jeden Fall. Es werden hier noch mehr Dark World Karten kommen. Dark World ist ja das Thema, mit dem ich mich am meisten identifizieren kann. Zum einen wegen meiner Szenenzugehörigkeit, zum anderen, weil ich eben mit diesem Deck aufgewachsen bin. Das war witzigerweise das einzige Deck, das ich damals in meiner Jugend gespielt habe. Genug auf die First geglotzt. Jetzt gucken wir uns auch nochmal die Unlimited-Variante an. Also wirklich sehr, sehr schön. Was ich dafür gezahlt habe, kann ich euch aber ehrlich gesagt nicht mehr sagen. Besonders teuer sind die Karten allerdings nicht. Wobei man sagen muss, dass Silver früher mal sehr teuer war. Da ging man über 60 Euro oder so in Ultimate First Edition. Mittlerweile allerdings nicht mehr. Auch ein etwas teurerer Vertreter der Dark Worlds war Bro, Jäger der finsteren Welt. Mittlerweile auch für ein Appel und ein Ei zu haben wieder. Geht trotzdem ein paar Euro. Ich glaube so 4 oder 5. Ihr wisst, normalerweise zeige ich auch nur Karten hier in dieser Folge, wo mindestens 10 Euro gehen. Bei den Dark Worlds will ich aber auf jeden Fall eine Ausnahme machen. Ich weiß auch gar nicht, vielleicht geht der wieder 10 Euro. Ich habe ewig nicht mehr nachgeguckt. Ich orientiere mich jetzt halt so an den Preisen, die mir von damals noch im Kopf geblieben sind, zu dem Zeitpunkt, als ich die Karte gekauft habe. Und da war der halt nicht besonders hoch. Die kam, glaube ich, auch vom Lukas. Er hatte, glaube ich, 2 oder 3 Stück, aber nur die hier entsprach leider Gottes meinen Voraussetzungen, meinen Zustandsvoraussetzungen. Da oben ist schon wieder Staub drin, wie ich es hasse. Und ja, ich freue mich, die Folge abzudrehen, denn dann wandert die hier in den Vorsortierungsordner, genau wie die anderen, und harren den Magnethaltern. Weiter geht es mit Bronn, Mad King of Dark World. Meiner Meinung nach eine der populärsten Karten dieses Themas, einfach aufgrund des Animes, denn Bronn war dort nicht nur ein Monster, sondern auch ein Duellant. In einer der letzten Staffeln wurde Jaden ja in irgendeine dunkle Dimension gezogen und dort duellierte er sich nebst Scar, der ja aus Elemental Energy eine Kamen war. Nebst Scar duellierte er sich ja auch mit Bronn, der dann auch Superpolymerisation eingesetzt hat, die in diesem Spiel extrem stark war. Also im Verhältnis zum richtigen Game so ein bisschen wie das Siegel von Orichalcos zum Beispiel. Aber sehr coole Sache auf jeden Fall. Hier Unlimited aus Elemental Energy war, glaube ich, alternativ eine Rare aus dem Set.
wenn ich das Booster-Set aufmachen würde und nicht gerade eine der Value-Karten ziehen würde, dann würde ich auch gerne einen Boron ziehen. Die letzte Dark World-Karte für heute kommt aus Futon Shockwave. Das ist Latinum, Ex-Arch der finsteren Welt. Ja, man sieht, das ist schon ein etwas modernerer Print. Der hat auch schon den geprinteten Kartenrand, was echt cool aussieht, muss ich sagen. Ich finde, Latinum ist auch noch eine sehr, sehr coole Karte. Ah, dann gab es, glaube ich, noch einen. Ich weiß bloß, glaube gar nicht, wie der heißt. Der kam aus Primal Origin. Ich habe das Bild im Kopf, ich habe aber den Namen nicht mehr im Hirn. Und das war dann, glaube ich, das letzte richtige Monster, das zu dem Ganzen rauskam. Da fehlt mir, glaube ich, noch ein Link-Monster, ne? Aber sehr coole Karte auf jeden Fall. Auch mega nice, dass ich die dabei habe. Und ich glaube, die hatte ich auch von Lukas. Ja, dann hatte ich mir noch eine Nummer 92 Hard Earth Drache rangeholt. Seit Master Duel 5 geht die ja richtig durch die Decke, weil die offensichtlich recht stark spielbar war. Hier ist die Hülle irgendwie dreckig, okay. Genau, auch eine sehr schöne Karte. Als Ghost weit über 100 werde ich, glaube, die geht auch 40 oder so. Irgendwas in dem Dreh. Ich weiß aber ehrlich gesagt gar nicht mehr, wann ich die gekauft habe. Ist auf jeden Fall auch schon Monate her. Ich weiß auch nicht mehr von wem und ich weiß auch nicht mehr, wie viel ich dafür bezahlt habe. Den aktuellen Preis bekommt ihr ja definitiv eingeblendet. Ist auf jeden Fall eine sehr, sehr schöne Karte. Ich finde sie in Ultimate Rare fast noch schöner als Ghost Rare, wobei die Ghost auch nicht schlecht ist. Ein Drache, der alles hat, was er braucht optisch. Und der natürlich auch meines Wissens nach wie vor relativ spielstark ist. Ihr könnt mich natürlich gerne korrigieren, wenn ich mich hier irre. Als nächstes haben wir den Sternschnuppendrachen. Er, sowie die zwei letzten Karten, die danach folgen, die habe ich mir nochmal gekauft, aus einem besonderen Grund. Beim lieben Christian hatte ich den Sternschnuppendrachen und jetzt wird gespoilert, der rote Nova-Drache und der majestätische rote Drache, das sind die Karten, die danach kommen, hatte ich mir gekauft, den Exzellent, tatsächlich für meine Privatsammlung. Ihr wisst, neben der offiziellen House-of-Cards-Sammlung, wo wirklich alles Minty bis maximal Niermint sein darf, habe ich ja noch so eine kleine Privatsammlung, wo ich einfach aus Gaudi sammle, wo ich mich entspanne, weil ich nicht immer auf irgendwelche Zustände achten muss. Und da habe ich mir die rangeholt. Ich habe mir allerdings so in den Arsch gebissen, weil die vorne richtig top waren und hinten halt Macken hatten, dass ich mir direkt nochmal diese drei Karten gekauft habe. Einfach aus Frust und Prinzip. Und diesmal halt wirklich in Yemen. Für ihn habe ich, glaube ich, sogar ein bisschen mehr gezahlt als den damaligen Marktwert. Das waren, ich glaube, was habe ich gezahlt? 70, 80 Euro für den, weil der halt wirklich minty war. Und es war dann, ich habe die Karte selber anschauen dürfen. Ich kenne den Dude, der mir die drei Karten verkauft hat und die war halt wirklich wie frisch aus dem Booster und auch das Centering ist halbwegs okay. Die Karte hat so einen leichten Shift nach rechts, aber auch wirklich nur minimal und da habe ich gesagt, okay, dann legst du das Geld halt hin. Zum damaligen Zeitpunkt war das auf jeden Fall noch mehr als das, was die Karte wert war. Wie viel sie jetzt geht, weiß ich allerdings nicht. Ja, der rote Nova-Drache ist so sein kleiner Bruder, würde ich sagen, auch aus Star Strike Blast, dem seltensten Mainset aus der 5Ds-Ära, denn dieses Set hatte nicht nur eine niedrige Auflage, sondern es wurde auch nicht gereprintet, es gab keine Special Edition davon etc. Deswegen sind Star Strike Blast-Karten ausnahmslos First Edition. Es gibt keine Unlimited Star Strike Blast-Karten, gibt es nicht. So, also, wenn ihr euch immer eine Star Strike Blast-Karte verkauft, lasst das Verkaufsargument, die ist sogar First nicht gelten, weil es gibt nichts, was an First ist aus dem Set. Sehr cool auf jeden Fall, auch eine wunderschöne Karte, da gibt es ja noch als günstige Alternative die Secret Rare aus der Tin, wobei ich persönlich sagen muss, dass das Original vor allen Dingen in Ultimate Rare wesentlich, wesentlich besser aussieht. Die letzte Karte ist der majestätische rote Drache aus Absolute Power Force, First Edition, ebenfalls Niermint bis Mint, sehr cool. Hier auch vom Centering wieder ein bisschen nach oben und ich glaube ein bisschen, nee, seitlich passt, aber ich glaube ein Shift nach oben hat es ein bisschen, aber auch nur wieder minimal. Auch sehr coole Sache, wobei ich sagen muss, bei dem majestätischen roten Drachen finde ich persönlich im Verhältnis zum Beispiel zum majestätischen Sterndrachen nicht so hübsch. Ne? Also muss ich ganz ehrlich sagen. Weil es mir schwerfällt, das Artwork zu umfassen. Ich sehe Flügel, ich sehe einen Schwanz, aber den Kopf zu umfassen oder zu registrieren, das ist schon mal ein bisschen mehr Arbeit. Der ist irgendwie hier und durch den Ultimate Rare Effekt wird das Ganze dann auch noch ein bisschen schwieriger. Sieht natürlich sehr, sehr schön aus, klar, ist eine schöne Karte, aber halt nicht ganz so cool wie sein großer Bruder. Und trotzdem mitgenommen für, keine Ahnung, was habe ich gezahlt, 30 Euro vielleicht irgendwie so. Kann ich euch nicht mehr sagen. Den aktuellen Preis bekommt ihr natürlich eingeblendet. Ja, meine Freunde, das soll es auch wieder gewesen sein mit der heutigen Folge Neuzugänge. Ich hoffe, ihr wart genauso zufrieden wie ich. Es harren noch einige Karten aus. Ich glaube, die nächste Folge machen wir wieder etwas OCG-lastiger, wenn ich überhaupt 10 OCG-Karten zusammen habe. Das muss ich erst gucken. Ansonsten gibt es halt wieder eine TCG-Folge. Ja, wie bereits gesagt, ich hoffe, es hat euch genauso gut gefallen wie mir. Ich bin zufrieden. Die waren dann jetzt erstmal mein Vorsortierungsordner und wir sehen uns zu einer weiteren Folge Neuzugänge. Und bis dahin, macht's gut und haltet die Ohren steif.